Das wird also schon noch ein kleines bisschen dauern. Da steht er, der Rohbau des neuen Hortes für die kleinen Pirnaer Schlaufüchse. Zum feierlichen Richtfest haben die zukünftigen Bewohner ihr neues Domizil schon mal in Augenschein genommen und gemeinsam mit Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke den Richtkranz gehoben. Besonders ist, die Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna baut. Angemietet wird von der Stadt selbst, genutzt wird von einem Trägerverein. Alle Baumaßnahmen sollen binnen 6 Monaten abgeschlossen sein. Schon eine Rekordleistung, findet Christian Flörke. Bedenkt man das aufwendige Innenleben. Von den Nutzungsangeboten ist es so, dass als Besonderheiten hier ein großer multifunktionaler Raum reinkommt, wo bis zu 90 Personen rein können. Es wird eine Ausgabeküche geben und gleichzeitig, und das ist das Besondere in dem Raum, auch eine Kinderküche. Das heißt, dass die Kinder selbst aktiv werden können und kochen. Es gibt Hausaufgabenräume, es gibt 9 Horträume. Das ganze Gebäude ist natürlich barrierefrei und inklusionsgeeignet. Also es hat einen Fahrstuhl, es hat entsprechende Behindertentoiletten und Sanitäreinrichtungen. Ein paar kühne Schritte und viel Gesprächsbereitschaft verschiedener Interessenparteien waren für den jetzigen Erfolg vonnöten, weiß Christian Flörke. Zuallererst die Stadträte, die den mutigen Beschluss im Ende Januar gefasst haben, uns damit zu beauftragen als Stadtentwicklungsgesellschaft. Als Stadttochter haben wir das sofort und gern auch in die Hand genommen, haben eine Ausschreibung gemacht und die Firma Goldbeck hat sich in diesem Ausschreibungsverfahren durchgesetzt, sowohl kostenmäßig als auch von der Technologie her. Und sie waren auch eine der wenigen, die den Oktober als Fertigstellungstermin garantieren konnten. Dann haben wir sehr intensiv auch mit der Elterninitiative zusammengearbeitet und der Fachgruppe 40 von der Stadtverwaltung, also die für Kindergärten zuständig sind, und haben das gesamte Konzept gestrickt. Auf ganze 186 Kinder musste das künftige Hauskonzept zugeschnitten werden. Schon am 22. Mai wurde der Rohbau begonnen. Fertig war er nach nur 3 Wochen. Unter den Schlaufüchsen und ihren erziehungsberechtigten Einheiten ist die Vorfreude auf den hochmodernen Bau bereits sehr groß. Die Arbeitsbedingungen für die Kollegen werden wesentlich besser dann für die Kinder. Die Kinder stehen ja an erster Stelle und das Wohl des Kindes ist uns eben besonders wichtig. Und wir haben eben eigene Räume bekommen sie und das wird eigentlich alles gut und schön. Mit all seinen Angeboten stellt das neue Kinderhaus eine deutliche Verbesserung zum bisherigen, eher improvisierten Alltag in den Räumen der Diesterwegschule dar, die aus allen Nähten platzte. Es war sprichwörtlich höchste Eisenbahn für einen baldigen Umzug. Wir haben ja 3 Räume in Doppelnutzung. Da ist es eben sehr beengt für die Kinder. Die haben wirklich keine Möglichkeiten zu basteln oder irgendwas stehen zu lassen oder zu bauen. Ist eben sehr eingeschränkt. Und was jetzt auch dazu kam, ist eben auch der Schallschutz, der eben sehr gering war und dass die Kollegen schon richtig Probleme hatten. 3 Millionen Euro kosten Bau und Innenausstattung des Gebäudes. Die Arbeiten schreiten laut Stadtentwicklungsgesellschaft gut voran, sodass die Schlaufüchse im Herbst dieses Jahres sollen einziehen können. Zeit für ein kleines Freudentänzchen.